Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bisschen Matter 21 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir sind jetzt hier wieder beim Depot, was ein bisschen problematisch ist. Jetzt ist der Bus weggefahren. Jetzt stehe ich hier so lange, dass der Bus weggefahren ist. Na toll. Ja, denn ich stehe jetzt hier, weil es ist quasi jetzt ein neuer Tag, auch für mich. Und ich stehe jetzt ein bisschen weiter weg, wieder beim Depot, und wir müssen ja vom, da ist der Bus, ich weiß zwar gar nicht, wer den gerade fährt, aber okay, wir müssen jetzt wieder hier hin, aber um die Vordertür zu öffnen, in dem Bus, für den wir gar nicht drin sitzen, die Frage ist, wir haben eigentlich nur einen Bus, eigentlich können wir jetzt ja hier nichts machen. Der ist auf Route 1. Der Bus fährt bald aktiv durch die folgende Möglichkeit auf aktueller Busroute mitfahren. Trotzdem den Bus mitnehmen. Ich würde auf der aktuellen Route mitfahren, aber das dauert ein bisschen. Ja gut, dann, ups. Da bleibt uns ja fast nichts anderes übrig. Ich kann ja nicht mit der Route mitfahren, weil wenn die jetzt hier am Arsch der Welt ist. Vielleicht, wobei Autobahn, vielleicht schaffen wir die einzuholen, glaube ich eher weniger. Ich hätte ansonsten gedacht, okay, wir fahren jetzt einfach die Tour und dann können wir halt zumindest die Stadt genießen. So ein bisschen die Atmosphäre, schön mit den Hochhäusern, da kommen wir auch nochmal irgendwann hin. Da freue ich mich schon drauf. Wir sollen uns ja einen Bus holen. Man da eigentlich? Route 1 kommt in 7 Minuten an. Das ist ja cool. Huh. Ah, Zeitpunkt abgeschlossen. Never mind. Hi Chef, möchtest du übernehmen? Nee, ich möchte mich einfach mal hinsetzen. Fahr du mal. Also ich freue mich schon sehr drauf, auch wenn wir dann hier auch in die ganzen anderen Gebiete bekommen, auch in Downtown und so. Das wird immer sehr nice. Also wir sollen uns ja jetzt, ich finde das so cool, dass man jetzt eine freie Welt hat und man einfach mitfahren kann. Also so ein richtiges Feeling, als ob du wirklich gerade wie in der realen Welt gerade am mitfahren bist. Wir sollen uns jetzt auf alle Fälle einen Bus kaufen. Wir haben nur 89.000. Die Frage ist, ob wir es jetzt schon machen können oder nicht. Das werden wir dann gleich sehen. Das Problem ist, ich kann ja gar nicht die Vordertür öffnen. Fällt mir gerade auf. Und Mira in die Station folgen. Das könnte jetzt spannend. Ups, könnte jetzt spannend werden, weil Mira ist gar nicht hier drin. Müssen wir den Bus vielleicht doch übernehmen? Ich bin verwirrt. Wir werden es sehen. Wir werden es dann gleich sehen. Also gleich ist gut. Wir haben noch, wie lange ist die Route? Kann man hier, glaube ich, gar nicht sehen, ne? Oder Route 1? Gut, die sehen wir jetzt zwar hier, aber... Hi! Ein Intervall von 12 Minuten 27. Dauert das dann so lange? Ja, 12 Minuten 27 je Fahrt, okay. Eine Nachfrage von 2 von 3? Gucken wir uns mal die Info an, was das zu bedeuten hat. Hauptverkehrszeit... Hauptverkehrszeit ist offenbar tagsüber, vormittags, ich weiß es nicht. Die Nachfrage begrenzt, wie viele Fahrgäste auf dieser Route fahren möchten, wie viele Busse an der Route zugeteilt werden können, damit diese nach Effizienz bleibt. Die Routenbalance und die Haltestellen auf der Route begrenzen die vollständige Routennachfrage. Also ich würde mal behaupten, also ich interpretiere das jetzt mal so, dass die Nachfrage noch nicht so groß ist, als wenn wir einen weiteren Bus bräuchten. Ich schätze, wenn wir bei 4 von 3 sind, bräuchten wir einen weiteren Bus. Ist aber nur eine Vermutung. So, wir sind in Bus 1, Fahrten pro Schicht 24. Okay. Aber das Ganze können wir dann ja im späteren Verlauf eh nochmal ändern. Ja.
Hallo? Toll, jetzt habe ich auf F1 gedrückt und bin jetzt hier stuck. C. Ja. Also schon eine coole Sache. Also wäre natürlich auch jetzt, ich hätte jetzt auch so mit dem Bus einfach mitfahren können, nochmal. Dann müssten wir sowieso nochmal irgendwann verbessern. Oh, die Frösche hier. Weil die war jetzt ja nicht perfekt, aber die 5 Sterne. Ich denke mal, es wird auch wieder eine 5-Sterne-Hand geben. Wie ein Bus in Mathe 18. Das ist einfach zu früh. Warum warten wir jetzt hier? Ja. Wir machen jetzt quasi so eine Kontrollfahrt mit. Ich weiß gar nicht. Scheint das nicht da drin? Mit. Mit. Okay, nein. Ich meine, das stand hier drin, aber ich hab den Namen wieder vergessen. Genau, wir sollen auf alle Fälle die vordere Tür öffnen. Allerdings, ich bin mir noch unsicher. Vielleicht müssen wir dann auch mal den Bus doch noch übernehmen. Dann sollen wir Mira eigentlich zur Station folgen und einen neuen Bus kaufen. Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert oder nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird nicht funktionieren. Aber das ist auch nur so ein Gefühl. Ja, die Route haben wir ja auch schon selbst bei uns mitbekommen, dass die Route doch schon etwas, ja, wie soll man sagen? Man hat viel Zeit, ne? Aber das ist ja auch noch die allererste Route, von daher ist ja gar kein Problem. Man muss ja erst mal so ein bisschen sich ans Spiel gewöhnen und so. Einfach so schön aus. Ich weiß nicht warum. Warum ist das so, dass jetzt wieder die Sonne rauskommt? Immer an den Tagen, wo ich die Zeit habe zum Aufnehmen. Oh, so eine schöne Brücke. Ein Pylon, die da unten auf dem Boden liegt. Die Brücke ist mir bei der letzten Fahrt gar nicht wirklich aufgefallen. Und da habe ich auch auf den Verkehr geachtet. Viele Busse. Zwei Personen sind dabei, oder vier. Wait, könnten wir das nicht prinzipiell einfach so machen? Dass wir jetzt hier durchgehen und nach der Fahrkarte fragen. Tatsächlich, das ist ja cool. Also prinzipiell, was man auch machen könnte irgendwann mal, man könnte irgendwann mal einfach einen Fahrkartenkontrolleur spielen. Moment. Dann fahren wir nicht, sondern wir überprüfen einfach, ob Leute eine Fahrkarte haben. Da, hier, bitte. Hätte doch auch was. Wäre zumindest auch eine coole Sache, finde ich. Ah, cool. Also, das ist schon nice so. Die freie Welt. Wie viele Haltestellen haben wir noch? Nur noch eine, prinzipiell. Dann müssen wir eigentlich gleich den Bus übernehmen, so, ne? Nach der nächsten Haltestelle, bei der nächsten Haltestelle. Schätze ich mal. Wir probieren es einfach mal aus. Ansonsten muss ich das Ganze nochmals befahren. Vielleicht kriegen wir es aber auch hin, wenn wir nicht alle. Hallo? Hä? Wenn ich alle so Bus übernehmen. Eine Pause. Super.
Ja, und jetzt müssten wir ja prinzipiell einfach nur die Vordertür öffnen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss das Ganze, die Route nochmal neu fahren, habe ich das Gefühl, damit Mira mit dabei ist. Weil das Problem ist, Mira ist halt jetzt gerade nicht da. Das ist halt das Problem. Doch, es funktioniert. Okay. Mira ist hier gespawnt. Dann, hä? Noch die Vordertür geöffnet. Haben wir auch. Dann folgen wir mal Mira zur Station. Das ist aber cool. Aber eine schöne kleine Station. Hallo? Was soll dir folgen? Ups. Zur Station, ja. Ich vermute mal, dass mit Station jetzt hier das gemeint ist. Sollen wir einen Bus kaufen? Kosten 100.000. Wir haben aber keine 100.000. Doch, wir haben jetzt. Oh, wir haben Kohle bekommen. Und wird einfach das Geld hinterhergeworfen. Läuft. Was? Ja, der Bus sollte übernommen werden vom NPC. Das Problem ist, ich folge Mira gerade nicht zur Station, weil die einfach da gerade stehen bleibt. Hallo? Beweg dich. Ja, kauf einen neuen Bus, fahr zu einer Lackiererei und park ihn dort. Wie gesagt, ich hoffe, das funktioniert jetzt auch, obwohl wir jetzt quasi eine Sache überspringen. Hätte mal vielleicht beim letzten Mal einfach weiter aufnehmen sollen. Oh ja, okay, der S416 ist vom Wendekreis echt bescheiden. Nehmen wir den Citaro K. Passt halt am meisten noch mit rein, ne? Dann machen wir eine kurze Testfahrt damit. Vielleicht entbackt sich ja dann Mira noch. Gut, dass der gut ist, wissen wir schon. Kennen wir ja schon vom Vorgängerteil. Oh, das ist die Action-Kamera jetzt gerade. Wie gesagt, dass der Citaro K, also ist der, glaube ich, hab's vergessen. Der Citaro gut ist, wissen wir schon bereits aus dem Vorgänger, wie gesagt. Auf das weitere Durchlassen des Hofes. Ja, das Problem ist, Mira ist ja immer noch nicht da, ne? Also. Vom Wendekreis her, oh, ist der Unterschied ist echt enorm. Also, das ist schon echt heftig. Weißt du gar nicht mehr ganz genau, weswegen ich den Zetra S416 LE Business genommen habe. Kaufen den mal und fahren uns Lackiererei und hoffen, dass Mira dann
gute Wahl. Das ist ein Superbus. Lass uns jetzt zur Lackiererei fahren. Perfekt. Unser Kollege Ted wartet schon dort. Achievement unlocked, new and shiny. Dann wollen wir den mal lackieren. Hallo? Wirklich doch mal. Ich wollte noch mal hier die Einstellung ändern, dass automatisch rückwärts eingestellt wird oder genommen wird. Mir fällt gerade auf, ich soll die Tastatur ein bisschen weiter nach hinten schieben. Die rutscht mir irgendwie vorne weg, weil ich immer noch in dem ungünstigen Setting am unterwegs bin. Boah, das ist aber auch... Kann ich jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Tastatur noch ein bisschen nach vorne und dann... Das sieht schon cool aus. Okay, Tastatur ist einfach... Ich muss das Setting wieder optimal wieder hinlegen, weil Tastatur, die nicht wirklich drauf liegt auf einer guten Fläche, ist halt auch ein bisschen belastend. Falsch gefahren, läuft. Nee, doch, das Navi wollte doch mich doch da innen schicken, oder? Das okay ist. Das Navi kann sich auch noch gar nicht entscheiden, zu welcher Lackiererei wir sollen. Aber es ist auch interessant, wir sind ja immer noch mehr oder minder immer weiter im Tutorial. Wir bekommen jetzt ja erklärt. Ich habe vergessen zu blinken. Ich wollte eigentlich blinken, aber wir haben auch nur umgeschaut. Wir bekommen jetzt ja noch erklärt, wie das mit den. Mit dem Lackieren, also von daher sage ich jetzt mal erweitertes Tutorial, auch wenn wir nicht mehr wirklich im echten Tutorial sind, aber wir bekommen trotzdem noch alles erklärt. Aber das ist ja auch nicht verkehrt. So bekommt man ja auch neue Features dann auch nochmal mit, sofern es welche gibt. Also klar, ne? Also man kann zu einer Lackiererei fahren und das Ganze dort machen. Es ist natürlich ein komplett neues Feature, wegen der freien Welt und so weiter und so fort. Von daher passt das schon, dass wir uns das ganze Tutorial angucken sollen. Dass wir dann im späteren Verlauf eigenständig dann auch dort wissen, wo es hin, wohin es geht. Okay. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Das ist Ted Kane. Er ist der Sprecher für wirtschaftliche Entwicklung hier in Angel Shores. Okay. Freut mich, dich kennenzulernen. Es ist gut, dass es in der Stadt wieder ein öffentliches Verkehrsnetz gibt. Das wirkt bereits wie ein richtiges Busunternehmen. Sorgen wir für den passenden Look. Höchste Eisenbahn, unsere Busse mit einem Logo zu versehen. Keine Sorge, die Lackiererei kann uns da weiterhelfen. Ja, höchste Eisenbahn. ein Logo. Wir können ein eigenes Logo erstellen. Vergiss nicht die Feststellbremse. Okay, das muss man, braucht man umzuparken. Man gibt natürlich auch Innenausstattung. Aber das ist schon cool. Werbung kann man natürlich auch später machen. Kann man schon ganz sagen, Logo ist halt auch schon ein bisschen. War jetzt auch ein bisschen interessant. Also was natürlich so. Weil vielleicht die Akzentfarbe dann eher in... Das, gut, ist am Anfang noch ein bisschen wenig, sag ich mal, was jetzt die Farbauswahl betrifft. Das meiste scheint immer noch frei. Wir haben auch schon einen Vollaufkleber. Was ist das denn? We ride with pride. Okay, was haben wir hier? Normal und dann das. Oh, sogar mit. Soll das ein Zug darstellen oder ein Boot? Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Aber es gibt auf jeden Fall. Oh, hier ein schönes.
90er, würde ich jetzt sagen. War das 90s? Spring of Affection, hier von der Soap aus Angel Shores. Ah, es gibt ja echt, also es gibt echt sehr coole Vollaufkleber. Davon werden wir bestimmt auch noch welche nutzen. Aufkleberbild. Was natürlich. Eine Spinne oder sonstiges geben würde, wäre es natürlich auch nice. Ist halt die Frage, kann man. Es gibt sogar eine Spinne. Aber noch nicht für uns. Aber was auch nice wäre, wenn man. Vielleicht geht das sogar. Dass man eigene. Also klar kann man eigene Sachen machen und so, oder? Also. Das ist natürlich außer Frage. Werbung können wir noch nicht machen. Aber die Werbung sieht auch, finde ich, realistischer aus als beim letzten Mal. Oder cooler aus. In Ausstattung gibt es so, ist auch sogar schon möglich. Krass. Bei deinem Bus haben wir ihren Preis, findest du unten rechts. Die Kosten werden von deinem Konto abgezogen. Sobald du die Änderung übernimmst, du kannst kostenlos experimentieren. Jetzt kehre zurück und versuche es mit anderen grafischen Verbesserungen. Wunderbar. Also, ich meinte jetzt, klar kann man einen eigenen Paint-Job und so weiter kreieren und so. Aber meine Frage war eher, ob man quasi jetzt in dem Aufkleberbereich, ob man quasi ganz simpel PNGs, weil man die Aufkleber ja auch hier beliebig hinziehen kann und vergrößern kann und so weiter, ob das vielleicht sogar möglich ist, einfach nur in einen bestimmten Ordner eine PNG-File hinzuziehen. Wäre interessant zu wissen, vielleicht wisst ihr es, ansonsten vielleicht finde ich das hier raus. Wir übernehmen mal die Änderungen, 6000 haben wir das Geld, wir kriegen ja das Geld hinterher geworfen. Aber Sponsoring ist da. Chief Unlock, there's no accounting for taste. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Oh. Das ist ein neues Lab. Was? Was ist da passiert? Fahre aus der Lackiererei. Halte neben Ted und lass ihn mir raus. Erreiche einen Zahltag auf Route 2 mit dem 90 Tau K. Okay, das heißt, wir fahren dann in diesem Bus in der Lackierung auf einer neuen Route. Auf der zweiten Route. Ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Video. Und ich mache jetzt diesmal nicht einen Fehler, dass ich warte, sondern. Also, ich nehme jetzt hintereinander auf, sagen wir es mal so. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Bus-Simulator 21-Video wieder.